Weil dann starten wir nämlich direkt in die Masse. Ich habe absolut keinen Plan mehr, was beim. Ich weiß, beim letzten Mal ist ziemlich viel gestorben. Deshalb haben wir aber jetzt offiziell den EP-Teiler an. Daran erinnere ich mich. Aber das war's. Fang mal nichts Gigagroßes an, was mich interessieren könnte. Bin nächste Woche dick verplant. Ah, ich glaube, nächste Woche eher nicht. Also, die Frage ist halt, ob man zu Halloween irgendwas macht. Aussagesatz. Wolbeat gegen Arbok weiß ich ja jetzt nicht, ne? Das ist, glaube ich, so das Einzige, was potenziell so ein Ding ist. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir nächste Woche, also eher übernächste Woche. Wobei da halt auch die Frage ist, da irgendwas Größeres anzufangen und dann circa 3 Wochen weg zu sein? Guten Tag. Halloween Shiny Hunt. Erstmal, Mr. M, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Und vielen Dank für den nicen Prime. 29 geile Monate. Weil das ist deshalb, ja, ich glaube, wir fangen halt dieses Jahr wahrscheinlich auch gar kein großes Projekt mehr an, weil es sich halt nicht so direkt lohnt. Also, Halloween Shiny Hunt, das Ding ist halt sogar, ich sag, man könnte considern, sich irgendein Shiny Hunt-Ziel noch zu setzen. Einfach auch nur aus dem Grund, um irgendwas zu machen. Verstehst? Einfach nur, um irgendwas zu haben, aber Shiny Hunt ist halt auch so langweilig, ne? Und ich glaube, dann nehme ich lieber die Zeit und produziere für YouTube mehr Kram vor. Das ist für mich sinniger. Und ich mache den Stream nur an, wenn irgendwas Cooles ist. Also ich hoffe noch ein bisschen, dass wir vielleicht ein Mimso-Event. Ah ja. Ah ja. Dass wir vielleicht ein Mimso-Event noch nächsten Monat haben, aber es schaut momentan eher schwierig aus. Und ansonsten weiß ich halt nicht, wie viel wir mit dem Buben im November dann noch machen. Da müssen wir einfach mal gucken, ne, was sich zeitlich so zusammengeht. Ich bin halt im Dezember nicht da. Also, beziehungsweise nicht den kompletten Dezember, ne, aber 1. bis 18. bin ich halt komplett weg. Beziehungsweise, ich glaube sogar 19. auch. Irgendeinen Donnerstag komme ich erst wieder zurück. Beziehungsweise, ich glaube, ich komme an den Mittwoch zurück. Aber ich werde ziemlich sicher einen weiteren Tag brauchen, um alles zu verarbeiten, beziehungsweise nicht einfach komplett tot zu sein, sage ich mal. Hallo Luca, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich hätte fast schon wieder Luca gesagt. Okay, Viscora als Encounter. Ja, doch, hier gibt es auch Regen-Encounter. Actually, echt guter Encounter. Könnte man überlegen. Ja, aber eigentlich schaut der Squad so, wenn man jetzt so gerade da drauf guckt, gar nicht mal so ass aus, muss ich sagen. Mit dem lässt sich zumindest arbeiten. Hallo Suppenspecht, ich hoffe, auch dir geht's gut. Hello. Möchte irgendjemand dieses wundervolle Viscora sein oder es benennen? Das Pipi, wir haben tatsächlich ein. Also Full Odds in Anführungsstrichen, das sind ja auch Full Odds im Endeffekt. Beim Random Shiny Pi in dem geschenkten Isso-Ei gehabt. Das will's euch. Das war ein cooler Moment. Vor allem, weil ich schon wusste, weil ich die Schritte abgeändert habe und mir dann dachte, wow, das ist ja jetzt lame. Aber war irgendwie ganz cool. Und deshalb ist das jetzt unser Projektmaskottchen, Shiny Pipi. Beziehungsweise vielleicht finden wir irgendwann mal einen Mondstein. Dann würde ich das Pixie auch reinnehmen, aber ja, ich sag mal, momentan schaut jetzt der Squad nicht so krass aus, dass ich sage, da sollten wir ein Dings mit reinnehmen, ne? Da sollten wir jetzt ein Pipi mit reinnehmen. Ich habe zwar einen Evoliten, aber ja, auch dann glaube ich, ist das jetzt nicht so schlau, ne? Das ist auch nicht so schlau. Ne, aber ja, deshalb glaube ich nicht, dass wir noch groß irgendwas anfangen werden. Ui. Na gut. Mit Feenaura? Was haben wir übers. Rein theoretisch. Was haben wir über Static Encounter gesagt? Sind die erlaubt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wäre aber jetzt sehr lame, die zu erlauben, ne? Wenigstens endlich die Fee, die es immer sein wollte. Das ist wirklich so strong, ne? Fee Psycho Feuer. Hast du damit? Das ist actually absolut crazy. Ja, wir holen uns nur einen Encounter pro Route. Ich denke, eine, wollte ich gerade sagen, sollten wir noch wegstecken. Gut. Wäre jetzt auch ein bisschen unangenehm gewesen ansonsten. Aber ja. Ah ja, so ist das Leben, ne? So ist das Leben.
Ja, und ansonsten, diese Woche habe ich bisher noch nicht so viel aufgenommen, wie ich gerne hätte oder wie ich fast schon müsste für das, was ich so echt jetzt. Das wäre noch ein Fall mit Überbrückung, Actually Wild, ein Encounter gewesen, Mann. Mann, Mann, Mann. Ah ja, das habe ich nicht so geschafft. Ich habe sehr viel Mario Party wieder die Woche gespielt, muss ich sagen. Ich habe damit jetzt offiziell also mehr Mario Party in diesem Mario Party gespielt als in den letzten beiden Teilen, die ich auch beide besitze. Ich sag mal, die 60 €. Nee, es waren ja nicht mal 60. Ich hatte ja eine eShop-Card. Ich glaube, irgendwie 45 habe ich circa gezahlt. Die waren sehr gut angelegt. Kann ich mich nicht beklagen. Warteschild. Ah ja. Okay. Und ansonsten, ja, Arbeit. Ich habe das Gefühl, die Woche zieht sich schon wieder enorm. Ich weiß schon wieder nicht, wie heute erst Donnerstag sein kann. Das muss ich sagen, ist schon arg belastet. Also momentan habe ich, also ich fand es letzte Woche schon schlimm. Dass er ja gar nichts abgezogen. Hilfe. Hat er ja Multischub? Ja, hat er. Ich finde auch, dass diese Woche es echt belastend ist. Ich weiß nicht, so momentan ziehen sich die Wochen. Mir ist aber auch aufgefallen, so mein letzter Urlaub, der mindestens eine Woche ging, war halt im Juni. Und der Urlaub davor, ich weiß nicht mal mehr, wann der war. Actually, wenn ich jetzt überlege, ich weiß gar nicht mehr, wann der war, um ehrlich zu sein. Bin ich komplett überfragt, wann der war. Also es ist halt alles, es ist ewig her. Aber ja, ne, machst du nix, ne, machst du nix. Was ist eigentlich mit Jerry los, fällt mir gerade ein, weil ich dann noch so Jerry sehe. Der macht ja jetzt wieder YouTube, habe ich gesehen. Habe ich mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ich habe noch nirgendwo reingeguckt. Aber ich habe nur gesehen, dass da was stand. Von wegen, dass da was getrieben wird. Feierst, wie die Gegner jetzt irgendwie alle Items haben, aber sie haben alle richtig schön beschissene Items, ne? Hört ihr eigentlich die Hintergrundmusik? Ich habe das Gefühl, die ist furchtbar leise bei euch. Hat eigentlich angefangen. Nö, keine Musik. Warum sagt ihr denn dann nichts? Was ist denn los mit euch? Dann mache ich. Glaube, jetzt ist es etwas besser. Ich glaube, so sollte es passen. Die Videos hochzuladen, die er vor über einem Jahr aufgenommen hat. Na, das ist crazy. Ich glaube, sowas würde ich nicht mal mehr machen, weil ich mir dann denken würde, nee, da habe ich eh nur Scheiße gelabert drin. Dass sich das dann am Ende gar nicht erst lohnt. Also, ja. Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Ich glaube, jetzt sollte die Musik auf jeden Fall passen. Zumindest sieht der Ausschlag mir auf einem Niveau aus, der einigermaßen passt. Das finde ich ganz gut. Chili sind die Gegner inzwischen gar nicht mal mehr so hochgelevelt. Ich glaube, ich kann sowas wie Carpets mal vortun. Dass der noch ein paar Level macht. Geht ansonsten bei euch so? Was treibt die Welt? Oder den hier. Was treibt die Welt? Was kostet die Welt? Irgendwas Spannendes bei euch passiert? Oder alles langweilig, alles beim alten Sandsturm natürlich. Natürlich. Aua. Okay, dann gehen wir wohl direkt wieder zurück. Wobei, hab jetzt auch okay. Ich kann der auch einen Upload-Heap. Aber wir haben, glaube ich, Nahkampf, ne? Wir haben ein wildes Set auf dem. Morgen letzter Tag vor Urlaub, aka Raumrenovierung. Danach auch noch letzten 2 Stunden Berufsschulausfall. Oh, das ist stark. Das hört sich sehr stark an, das feiert man. Bin ja momentan so ein bisschen am Überlegen, ob ich irgendwann noch meinen Fachwirt machen will. Es gibt so Fachwirt für E-Commerce, ob das eine sinnvolle, also wäre natürlich zu 100% ziemlich sicher eine sinnvolle Sache, aber die Frage ist, wann man den so macht. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt so lange aufschiebe, dann werde ich den halt so niemals vermutlich machen. Aber wenn ich den nicht so krank aufschiebe, was? Oh mein Gott, der hat doch einen Ballon, ich dödel. Dann lohnt sich das eher, aber. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht.
Freier Fall Hypoterus, auch eine wilde Sache, muss ich gestehen. Auch eine sehr, sehr wilde Sache. Eieieiei. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles freigemacht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lange dieses Spiel hier noch so dauert, im Sinne von zeitlich, wenn man so mit Speed-Up spielt. Weil es wäre geil, wenn wir das heute vielleicht einfach beenden könnten. Das fände ich Premium, muss ich sagen. Das wäre schon strong. Weil ich muss sagen, diese Art von Randomizer hat am Anfang Spaß gemacht. Da war das Ding auch wirklich schwierig. Aber irgendwie, ja, jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, so es verreckt zwar durchgehend was. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich super viel Angst haben muss. Aber es liegt halt daran, dass immer ein Mon so richtig krank overlevelt ist. Aber irgendwie so richtig anders kann ich es halt auch nicht machen, ne? Das ist halt das Problem. Aber ich glaube, da brauchen wir gar keine Prediction. Da hätten wir, glaube ich, nicht mal eine Wette gebraucht. Aber wenn du eine machen möchtest, dann warte ich noch. Ja, doch, rein da. Ich glaube, es sind nicht mal genug Leute da, die irgendwie groß was wetten würden. Also von dem her. Den Chat aufwecken. Weiß ich jetzt nicht. Sehe schon, wir wecken ganz viel auf an der Stelle. Die sind alle heute unterwegs, ich merke schon. Keiner da außer Flo und mir. Alle weg. Jetzt nochmal kurz, aber. Das ist nämlich die Welle zu Ende. Da man natürlich schon das mächtige Bodoke gesehen, muss man sagen. Das ist natürlich, ne? Das ist crazy. Dann kann man sich da nicht mehr reinpfeifen. Dann weiß man das ja eh schon. Ist das ein privates Date? Na, weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich eher weniger. Das sieht so dumm aus mit dieser Animation. Das ist der Wahnsinn, dass er irgendwas aus seinem Beutel holt und am Ende einfach nur Durchbruch einsetzt. Aber na, Juti. Na, Juti. Ne, es ist eben manchmal so, ne? Wenn die Leute alle unterwegs sind, was soll man machen? Und die Randomizer auch nicht die spannendste ist, aber. Kann man nichts ändern, ne? Kann man nichts ändern, das Ding haben wir jetzt angefangen, das Ding wird jetzt durchgezogen. Jetzt ja gerade Feuer, nicht Feuerball, Kreuzflamme. Nee, was war das? Was war das? Ist das nicht sehr effektiver? Bin ich blöd? Ne, Kreuzflamme, aber könnte ja nicht resistiert sein. Deshalb ich dachte auch Kreuzflamme. Kreuzdonner. Oh mein Gott, Normalize! Das wird es halt wirklich sein, ne? Das war Normalize Kreuzflamme. Das ist wild. Und die Flying Press Animation sah auch wild aus, muss ich gestehen, und alle Powerpicker. Ja, aber dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag, Lale. Ich habe das Gefühl, Mega Stolos gewinnt einfach gegen alles. Auch wenn er eine Kacks-Bedeff hat, macht er das einfach trotzdem, weil er ein Macher ist. Weil auch sowas wie Meistergriff, denke ich mir so, ach, Meistergriff, ja. Ist auch nur, der kocht auch nur mit Wasser, ne? Ich dachte eigentlich, habe ich eingestellt, dass ab Level 45 alles voll entwickelt ist? Könnte actually auch sein. Bin noch hier das dritte Rad. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann doch kein Private Date. Ist auch in Ordnung, würde ich behaupten. Das ist mehr als in Ordnung. Nee, lass mal. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist in Ordnung. Oh. Okay, den habe ich jetzt nicht unbedingt noch erwartet. Sollte aber auch okay sein. Ja. Bin mir relativ sicher, dass das okay ist. So viel. Ich weiß gar nicht, wie viel Special Attack hat Lugia. So 95? Ich glaube auf jeden Fall nicht allzu viel. Ja, cleaner Turret. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So, weg ist er. Cool! Das finden wir stark. Das finden wir stark. Ja, war jetzt. Surprise. Wenig schwierig, ne? Jetzt kommt halt ein bisschen was.
was wir abklappern können. Das Gute ist eigentlich, wir gehen halt nicht in jeden scheiß Trainerkampf, also nicht die langen Routen entlang. Die skippen wir einfach alles und dann sind wir da eigentlich rucki-zucki unterwegs, würde ich behaupten, ne? Das ist eigentlich ganz gut. So, packen den mal vor. Und dann kommen wir da auch gut voran, ne? Kommen wir auch gut voran. Gerade im Endgame von Blaze Black 2 Redux macht schon Bock. Hast du nicht Lust, da nochmal in die Hardcore-Nasok reinzugehen? Nee, ich glaube nicht. Also wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal, aber ich muss sagen, also Hardcore-Nasoks in Schwarz 2 habe ich dieses Jahr mehr als genug gesehen, um ehrlich zu sein. Das ist halt so das Ding. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich vorgehen will, weil irgendwie, also ich habe einerseits Lust auf Hardcore-Nuzlocke, aber das. Okay. Ah, der hat einen Nebenort, na gut. Aber andererseits ist halt das Problem, wenn ich jetzt wieder neben YouTube auch auf Twitch das noch mache, dann verliere ich halt auch einmal wieder die Motivation, weil dann kriegst du, dann egal welchen Startbutton du drückst, du kriegst einmal nur aufs Maul vom Spiel. Da habe ich eigentlich sehr wenig Bock, muss ich gestehen. Weil wenn du im Endeffekt im Stream dann auch nur noch die noch schwierigere Variante von dem Scheiß, den du eh schon auf YouTube bringst, machst, dann bist du halt einfach fertig mit der Welt, ne? Dann bist du halt einfach fertig mit der Welt. Deshalb finde ich es auch momentan so schwierig, deshalb bin ich über den Jungs-Content so dankbar, weil es mal was ganz anderes auch ist. Deshalb finde ich es auf jeden Fall aber auch so schwierig, so momentan im Stream so richtig was zu finden, worauf ich so richtig Bock habe. Was halt so ein bisschen, ne, nicht zu weit weg ist. Aber der ist schneller, der Zinker. Aber jetzt halt auch, ne, trotz allem noch in einem Rahmen ist, der okay ist und noch zu dem Kram passt, den ich halt eben mache. Weil es halt eben, es ist echt nicht so einfach, ne? Es ist echt nicht so einfach, wenn du die ganze Zeit Nuzlocke machst. Und momentan kommen ja 6 Videos, also 6 Nuzlocke-Videos in der Woche. Das dauert halt auch wieder, die aufzunehmen, ne? Das ist ja auch immer der Punkt. Der Kasus-Knaxus. Hallo Zero, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hallo. Und irgendwas? Okay, Bürde. Aber Bürde ist okay. Jetzt denken wir uns noch den zweiten Gedanken. Deshalb überlege ich schon immer die ganze Zeit, was wir so im Stream Cooles machen könnten, was so ein bisschen zu dem Content passt, aber jetzt nicht eins zu eins dasselbe ist. Weil ich will ja nicht wie die anderen, die, also beziehungsweise die meisten machen es ja so. Was hat er denn? Palkia? Palkia, Kyurem. Ja, richtig ab. Auf jeden Fall, Data Windbomi. Ah ja. Deshalb suche ich halt irgendwas, was wir hier so machen könnten, was da nicht eins zu eins dasselbe ist, damit beim Stream doch nochmal was anderes sieht, für mich auch nochmal was anderes da ist. Weil irgendwann kriegst du einen Anfall, kann ich dir sagen. Wenn du diesen Startbutton drückst und du weißt, dann jetzt wieder vom Spiel aufs Maul bekommen, yippie-yay. Das ist halt auf Dauer ein bisschen doof. Und ich kann es halt besser, oh, das war, ja, ich wollte gerade sagen, gar nicht so schlau, auf YouTube rüberbringen, als jetzt zum Beispiel im Stream. Beziehungsweise im Stream funktionieren halt so Dings besser. Zauberschein, na gut. So normale. Also im Stream sind die Hardcore-Nuzlocke sinniger und im Stream sind halt so. Nee. Auf YouTube sind die Nuzlocke, wie wir sie jetzt machen, am sinnvollsten. Und ich finde auch, dass auf der Art und Weise die Nuzlocke interessanter sind. Das ist halt so meine Hybridlösung für. Ich mache so ähnlichen Content, wie ich ihn mir auch Pokémon-mäßig reinpfeifen würde. Nur machen halt die meisten ein Video draus und ich mache halt mehrere Videos draus. Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Und so ist das Ganze ein bisschen angenehmer für mich zum Schneiden, zum Videos produzieren, zum allem drum und dran, nachdem ja Zeit eh immer so ein schwieriger Faktor ist, sage ich mal. Und ich habe schon, also ich muss schon sagen, meine Arbeitszeiten sind ja eigentlich bombastisch perfekt. Also be besser geht's gar nicht, muss ich sagen. Ja, die Monotypes-Runs, muss ich sagen, ich glaube auch, dass die auf Dauer langweilig sind. Also, ich glaube, das eine Mal, das fand ich jetzt cool, das war nice. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt da so weiter durchpeitschen würde. Also, ich habe auch schon überlegt, ob wir einfach so
in jeder Gen mal einen Monorun machen. Aber auch da denke ich mir, ich glaube, das kommt sehr schnell in so einen Trott rein, dass man dann einfach nicht mehr so viel Lust hat, ne? Er ist halt einfach knifflig, ne? Wenn man auf YouTube und Twitch denselben Content im Endeffekt macht, aber man quasi nichts von seinem Stream so wirklich für YouTube benutzt. Ich meine, klar für den Streamstar-Kanal, aber das ist ja auch nur eine Art VOD-Channel, sag ich jetzt mal, ne? Und da einen richtigen Weg zu finden, ist halt quasi unmöglich. Beziehungsweise der Weg wäre, also der sinnvollste Weg wäre es, im Stream die Sachen aufzunehmen, zu schneiden und dann auf YouTube zu bringen. Aber so viel Schnittmaterial mir anzugucken, das möchte ich mir nicht antun. Das kann ich mir auch, um ehrlich zu sein, gar nicht antun. Dafür fehlt mir die Zeit. Beziehungsweise dafür bin ich halt eben hiervon noch so abhängig, wie wir ja schon das letzte Mal besprochen hatten. Das Geld hier doch leider etwas sehr wichtig auch unter anderem ist, ne? Ladgeisel, ey, boom. Naja. Ich feier's aber, dass Gardevoir mit Psychokinese schon so viel einfach one-shottet. Das ist richtig angenehm. Wir kommen auch langsam aber sicher an den Punkt, wo auch die anderen Monstern auf dem Level der Gegner sind. Dann können wir nämlich auch mal den EP-Teiler bald ausmachen. Echt jetzt? Musste das jetzt sein, Brigaron? Muss das jetzt wirklich... Aber per se stimmt dein Gedankengang, ja. Der ist nicht komplett falsch. Oh. Au. Das hätte auch ein bisschen unangenehmer werden können, wahrscheinlich am Ende des Tages. Dann hauen wir nochmal einen Feuerschlag raus. So. Geht denn bei euch ansonsten irgendwas Spannendes? Habt ihr irgendein spannendes Thema? Ist irgendwas Weltbewegendes bei euch passiert oder sagt ihr einfach nur so, ach ja. Schleben existiert. Hallo Rykox, hallo Luceron, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe dir den schönen Tag, hallo. Weil bei mir geht ansonsten auch nicht so viel ab, Arbeit halt eben, ne. Es ist leider krass, wie viel Zeit Arbeit einen in Anspruch nimmt. Wie Kraft, Nerven, Aufwand. Der Wahnsinn. Ich denke mir immer so, also das Ding ist, ich finde meinen Job okay. Also ich liebe den jetzt nicht. Aber ich finde den jetzt, es ist jetzt auch nicht so, als würde ich aufwachen und direkt kotzen. Wie es ja einige andere auch haben. Also ich bin halt so neutral gegenüber meinem Job. Der ist halt so, ja, muss man halt machen. Ne? Es ist auch okay, das, was ich mache. Aber ich frage mich halt echt, wie das so ist, wenn man so ein... Weiß ich nicht, ne? Weil ich habe jetzt letztens den Fritz Meinecke Podcast... Also es gibt ja jetzt einen Seven vs. Wild Podcast mit Steven Gätchen. Finde ich auch wild, dass es sowas jetzt gibt. Und da war der erste Talk so mit Fritz Meinecke, logischerweise. Das habe ich mir angehört. Und da dachte ich mir auch, ich finde es krass. Also das muss ja richtig krass sein, wenn man so richtig so... also mit seiner Leidenschaft einfach genug Geld zum Leben verdienen kann, ne? Das muss ich sagen, finde ich irgendwie richtig krass. In dem Sinne halt eben, ne? Weil im Endeffekt, der hat seine Leidenschaft komplett zum Beruf gemacht. Das muss ja, also einerseits könnte man seine Leidenschaft damit, saumselig Potrott, komplett kaputt machen, aber ich glaube andererseits... Muss das schon sehr, sehr geil sein, um ehrlich zu sein. Irgendwie kraftlos, weil Wetter doof, das geht gerade. Ich glaube, so Wetter beeinflusst mich gar nicht so krass. Also das Wetter stört mich jetzt nicht so. Aber ich bin momentan auch... Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Ich bin momentan auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, in der Früh komme ich so gar nicht aus dem Bett. Dafür bin ich inzwischen... Also sonst... Wo ich gut aus dem Bett rausgekommen bin, bin ich meistens zwischen 10 und 11 habe ich geschlafen, aber war halt auch dementsprechend dann müde zu dem Zeitraum. Nein. Oh, wirklich? Jetzt das Gastrodon hat mich getrappt. Oh mein Gott. Yippie.
Aber in der Früh komme ich halt momentan, weil ich aber auch meistens zwischen 11:30, 12 inzwischen pennen gehe, komme ich so gar nicht aus dem Bett. Es ist richtig nervig, muss ich sagen. Weiß ja nicht, ob das weltbewegend ist, aber mein Kind wurde Schulranzen geklaut. Bekomme morgen einen neuen gebraucht, weil einen neuen kaufe ich keinen. Ja, das verstehe ich absolut. Wie kann man denn dem Kind einen Schulranzen klauen? What? Das habe ich auch noch nie gehört. Dass sowas passiert. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal einmal rüber und ich gucke, was wir hier fangen. Nicht, dass wir den einfach reinnehmen. Ja. Also ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch kein Überbanger, ne? I guess, wenn wir den Absoluten finden, ist der maybe ganz cool. Je nach Fähigkeit. Ich habe halt auch nicht so wirklich was, womit ich den richtig schwächen kann. Ich glaube, maximal ein Abschlag wäre wahrscheinlich noch okay. Ja. Aber das ist ja richtig kacke. Wie kann man denn ein Kind beklauen? Oder auch vor allem Schulranzen. Was soll da denn auch drin sein? Gönnen Sie sich Rückhox, guten Hunger. Kann der jetzt bitte mal drin bleiben, das scheiß Absol? Alter. Der hat inzwischen nämlich schon echt viele Buffs mit seinem SD. Bro. Das ist okay. Ich weiß nicht warum, bei diesem Track, also es ist ja ein XY-Track, glaube ich. Ein richtig guter Track übrigens, ich finde den richtig schön. Es ist ein Unova Route 10 Track. Ja, moin, ich Idiot. Aber bei dem Track muss ich irgendwie immer an Sonic mit dieser Unleashed denken. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie gibt mir das solche Vibes. Kind war natürlich enttäuscht und muss jetzt klären mit der Schule, wer dafür aufkommt. Muss ja Bücher alles neu holen. Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Aber das ist ja Bullshit. Das ist ja wirklich Bullshit. Also wenn ihr dafür aufkommen müsst, dann ist ja auch mega kacke. Weil am Ende des Tages seid ihr ja in keinster Form schuld. Also natürlich ist die Schule auch nicht schuld. Ja, klar, Victini. Ist die Schule auch nicht schuld, aber das jetzt auf die Eltern abzuwälzen, wäre auch irgendwie wild. Aber wird wahrscheinlich so sein. Ne? Sind wir realistisch? Am Ende wird es wahrscheinlich so ausgehen. Mann, ich wollte mir nur Erfahrungspunkte gönnen. Nur Gemeinding von einem Victini. Schulranzen geklaut. Ah, das finde ich wild, das finde ich wild. Da muss ich sagen, das finde ich crazy. Oh, was wir aber vielleicht innerhalb von November, würde ich jetzt einfach mal sagen, machen, wäre vielleicht, dass wir im Stream Mario Party machen. Das wär ganz geil. Da hätte ich durchaus auch Lust drauf. Zumindest noch, wenn ich die Motivation und Muse dafür auch habe. Dann nehme ich einfach Galoppa dabei rein, weil es halt auch ein Feuer-Pokémon. Oder wir nehmen Sligo rein. Wir nehmen Sligo rein. Hallo, Nagato. Und hallo, Justin. Ich hoffe, euch geht's gut. Hello. Hallo, auch an Tobi. Ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Lass es nicht Jerry hören. Naja, den brauche ich ja dann, wenn ich das machen will, weil sonst wird es vermutlich niemanden geben, noch den, also nicht so viele Leute geben, die ich fragen kann, die das mitspielen. Aber warum das so ist, weiß ich nicht. Achso, ich gehe mal davon aus, dass du die Seite schon einmal komplett resettet hast. Da kann kein Surfer. Aber da kann richtig wenig passieren. Wenn das Jerry hat, dann ohne ihn spielen. Das ist ja gemein. Wie gesagt, ich glaube, ich vermute, wir kommen sowieso nicht drum herum. Ah, Säurespeier ist actually gar nicht mal so kacke. Also ist okay. Gibt Schlimmeres. Schwätz kann auch. Cherry wartet seit Ende 2022 darauf, mit dir Mario Party zu spielen. Wieso Ende 2022? Da gibt's Wichtigeres, auf das man warten sollte, sei ich ehrlich. Ich bin nicht gut im Mario Party. Also ich verliere teilweise schon sehr häufig gegen normale Coms.
Nicht in den Minispielen zwangsweise, aber gesamt. Aber auch in den Minispielen bin ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Also ich habe Spaß dran, aber ich bin wirklich nicht gut. Ich weiß auch nicht, die Logik hinter Mario Party erschließt sich mir nicht. So, ich habe das mal mit Burak, Toni und Reshad gespielt. Die haben mich komplett auseinander. Also ich hatte ja gar keine Chance. Die wussten, also die waren aber auch, die sind auch komplette Tryharder, ne? Ich versuche nicht einmal gegen Bots zu spielen, dafür ist mein Leben zu viel wert. Ich spiele halt mit meiner Freundin gegen Comms, ne? Wobei die mich, also die Bots sind schon, boah, die können einen sauer machen. Er kommt mit dem BRK-Bus nach Hause, also irgendwo zwischen Schule und nach Hause verschwunden. Hat sogar eine Anzeige bei Kleinanzeigen, ja. Kleinanzeigen geschaltet, falls sie jemand findet. Ja, das wäre natürlich nice. Aber das ist wirklich wild. Dafür ist mein Leben zu viel wert. Sternchen spielt Overwatch. Oder Anführungsstrichen. Wobei ich jetzt schon. Immer wenn ich Overwatch lese, dann. Das Problem ist, ich verbinde auch mit Overwatch eine zu gute, schöne, positive Zeit, muss ich sagen. Das ist so. Ich glaube, deshalb denke ich mir auch jedes Mal. Lol. Deshalb denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich Overwatch lese, boah, Overwatch mal wieder spielen. Aber das war halt, ich glaube, ich verbinde das halt einfach mit der Zeit, wo man noch nicht so viel Verantwortung hatte, man eigentlich so jeden Samstag, Sonntag oder das Wochenende fast durchgehend damit verbracht hat, mit anderen Leuten zusammen zu zocken. Und das halt einfach mega viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, inzwischen ist das gar nicht mal mehr so sehr. Also, ich glaube, wenn ich es jetzt spielen würde, weiß ich nicht, ob ich denselben Vibe auch da hätte. Ne? Das ist halt auch noch mein Ding. Aber ja, Luciron, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass der gefunden wird. Und, oder irgendwie, dass ihr auf jeden Fall nichts zahlen müsst, weil das wäre halt schon. Das wäre schon arg scheiße, muss man sagen. Die letzten 2 Wochen waren bei mir insane in Overwatch, da hat das Spiel endlich wieder Spaß gemacht. Was hat sich denn, hat sich irgendwas geändert? Warum habt ihr denn alle Sandsturm? Was ist los mit euch? Ich hatte in letzter Zeit auch mal wieder Spaß mit Overwatch. Muss man Overwatch jetzt wieder anmachen oder was? Ich meine, also mir bringt es sowieso nichts, weil am Ende des Tages habe ich niemanden, mit dem ich groß Overwatch spielen kann. Und wahrscheinlich habe ich am Ende eh wieder keine Zeit. Bin ja schon froh, dass ich jetzt mit meiner Freundin so aktiv am. Also mit meiner Freundin spiele ich momentan super viel. Ich meine, wir haben ja. Also God of War hat sie halt zugeguckt. Aber wir haben es im Endeffekt ja zusammengespielt. Also ich habe immer nur gespielt, wenn sie mit dabei war. Dann haben wir The Legend of Zelda angefangen. Das wurde dann abgecuttet von halt eben Mario Party und also ich sag so, alle 2 Tage bin ich jetzt momentan am Zocken außerhalb davon. Und ich muss auch sagen. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Habe ich nicht erwartet. Dabei, dass ich ja mehr in die Pokémon und den ganzen Scheiß hier spiele, ne? Da, ja, nee, dafür gibt es bei FIFA viel zu viel Neues im Game, wovon du nichts verstehen würdest. Das Spiel ist auch gar nicht so ein. Ja, das habe ich mitbekommen. Das hattest du, glaube ich, schon mal gemeint. Dass es gar nicht mal mehr so einsteigerfreundlich auch ist. Das ist dann natürlich auch miese Brise. Sollte mal wieder Octopath Traveler spielen. Wegen Mario Party kaufe ich nicht mehr dazu. Muss ich mir noch den zweiten Teil unbedingt kaufen? Ich liebe ja alles, was diese Octopath-Grafik hat, muss ich sagen. Finde ich so geil. Ich liebe die. Die würde ich einfach echt gerne mal wieder anschmeißen. Doch, das ist die Safari-Zone. Also man kann einfach so. Kann einfach so in die reinlaufen? Haben wir schon einen Vulpix? Ich habe das Gefühl, wir haben den schon. Hat es mir für 30 € auf Steam geholt, weil es im Angebot war. Ja, sehe ich, absolut, absolut. Aber ich glaube, ich will es halt nicht. Also ich muss sagen, was ich gemerkt habe, ist, ich spiele selten Spiele auf dem PC. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich am PC sitze, muss ich was für YouTube und Co. machen. Also, ich fange den jetzt einfach. Ich glaube, weiß nicht, ob wir den schon haben oder nicht. Ich weiß eh erstmal, ob wir den überhaupt gefangen bekommen, weil ich habe kaum Bälle. Was ist in deinem YouTube-Projekt? Ja, da, das weiß ich. Das weiß ich. Aber ich kann euch sagen, ich.
Also ich kann ja einfach sagen, da ist kein Catch-Symbol. Ja, eben, ja. Aber ich war mir nicht sicher, ob wir einen Vulnone haben. Auf jeden Fall weiß ich gar nichts mehr von diesem YouTube-Projekt. Also, ihr könnt mir da jetzt Sachen reinschreiben. Also, ich sage euch mal so viel: Das Ding ist fertig aufgenommen. Also, ich bin jetzt schon dabei, Lumineszent aufzunehmen. Also, von dem her. Und ihr könnt ja einfach mal gucken, wie lange das Ding noch geht, ne? Also danach statt. Nee, das stimmt nicht mal. Das Projekt, was danach kommt, ist auch schon fertig aufgenommen. I'm sorry. Aber das nächste größere Projekt, was da kommt, ist das dann. Also von dem her. Wir sind da. Also ich hoffe, ich werde so. Wenn ich innerhalb der ersten 2 Novemberwochen komplett fertig bin fürs Jahr, bin ich sehr happy. Finalschlag und sie. Ja, Siegeswille actually gar nicht so kacke. Siegeswille actually sogar echt gut auf Absol. Kann man sich nicht beschweren. Da du nicht vorproduzierst da. Ja, irgendwie muss es ja funktionieren, wenn man 3 Wochen weg ist, ne? Irgendwas muss ich ja leider machen. Ich hoffe, ich komme davon dann wieder ein bisschen weg. Wobei ich es per se echt geil finde, so viel vorproduziert zu haben. Weil dadurch kann man auch mal einen Tag sagen, okay, die Zeit ist irgendwie knapp. Oder man hat halt auch. Es gibt halt auch einfach Tage, an denen man wirklich einfach keinen. Wobei, das war, glaube ich, gar nicht so schlau. Okay, es kommt Zauberschein, dann ist alles gut. Wo man einfach wirklich gar keinen Bock hat aufzunehmen. Und dann lohnt es sich auch nicht aufzunehmen. Weil das sind die Tage, wenn du da in der Nuzlocke einen Mon verlierst, dann eskaliert es richtig. Dann eskaliert es so unangenehm, wo ich dann auch wirklich privat sauer bin. Auf alles. Weil ich sage, wenn es ein guter Tag ist und man aufnimmt und ziemlich viel Hops genommen wird, im Projekt ist man dann sauer, aber sobald man das Ding dann ausmacht, dann ist man auch, dann, ne, dann ist das Ding auch rum, sozusagen. Ne? Da bin ich jetzt dann nicht irgendwie noch mega mad die ganze Zeit unterwegs. Aber wenn ich schon eh angepisst in die Aufnahme gehe, dann pisst mich die Aufnahme noch an. Nee. Ach scheiße, die kommt ja hier direkt schon. Ah, okay. Das wollte ich gar nicht. Das habe ich vergessen. Hätte ich mir noch gerne einen Hypertrank gekauft. Auf jeden Fall, ja, dann ist sowieso, dann ist der Tag auch RIP. Dann bin ich auch richtig stinkig unterwegs, muss ich sagen. Hallo Schäfi, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Ich weiß genau, du wirst es bereuen, jetzt Lumi aufgenommen zu haben, je nachdem, wie lange das Update mit dem Stuff von Yasuno noch dauert. Ja, aber das könnte man halt immer wieder sagen, ne? So, das habe ich mir Nächsten auch immer Tag Launi eingeredet, und, klar. aber am Ende des Tages, ja, das könnte man immer sagen. Ich meine, ich habe ja nicht mal erwartet, dass der ganze Kram, der jetzt da drin ist, schon irgendwie drin ist und so. Also, ja. Und zur Not spielt man es halt nochmal. Wobei ich gar nicht weiß, wie schwierig. Nee, nicht wie schwierig, sondern. Ja, doch, wie schwierig das Spiel ist. Nee. Okay, gut. Hallo Dissolz, vielen Dank für den nicen Prime. Ich wünsche viel Spaß weiter mit den Emotes, Kussi. Ja, ich meine, ja, also Leute sagen auch jedes Jahr aufs Neue. Ach, dieses Jahr kommt ja Sacred Gold Storm Silver 2 raus. Was? Wie wild. Kommt jetzt Boden-Pokémon? Nee, es kommt einfach nur Kojutsu. Ah ja, okay. Von mir aus. Ah ja, ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, aber am Ende habe ich halt irgendein Spiel gebraucht, wo ihr euch auch sehr drüber freut. Ich weiß auch gar nicht, wie. Also ich weiß gar nicht, für die Leute, die es schon mal durchgespielt haben, würdet ihr sagen, das Spiel ist schwer? Also ich habe bisher einen Part aufgenommen, möchte ich anmerken, ne? Das, also. Da hat es jetzt. Ja, wobei. Es ist. Es geht. Also ich weiß nicht, ob ich überproportional wenig EVs halt einfach nur am Anfang gerade habe, aber so kacke sind die Gegner gar nicht. Sefi meinte ja, Luminescent kann man mehrmals spielen. In welcher Form? Wegen den Updates? Das ist immer verschiedenes, was die Arena. Ach so! Ja gut, das wusste ich nicht. Dann ist wirklich interesting. Dann ist ja wirklich interesting. Ja, dann kann man das wirklich. Das ist ja mega schlau gemacht. Good to know. Dann kann ich das vielleicht sogar, wenn ich es nicht vergesse, vermutlich vergesse ich es aber, kann ich das sogar erwähnen.
Im zweiten Part. Spoiler, ich habe im ersten Part nicht den Arenaleiter gemacht. Also ich sag mal so, die Aufnahme ging 1,5 Stunden. Ich habe nicht den Arenaleiter gemacht. Das wird. Das ist halt echt das Problem an diesen Switch-Spielen, ne? Twitch Lock in Luminescent. Funktioniert das? Ergibt das Sinn? Könnte man auf jeden Fall überlegen, ja. Wobei die Twitch Lock will ich ja eh irgendwie in irgendeiner Form upgraden, damit sie interessanter ist und die Regeln ein bisschen abändern. Nachdem wir ja gemerkt haben, dass Leute immer nur ihrem eigenen Pokémon den Popo wischen. Und der Anfangsgedanke, oder ich sag mal so, die Twitch Lock hat, finde ich, mit einem Peak absolut gestartet und ist dann immer weiter gefallen, weil es ging den Leuten irgendwie immer mehr nur noch darum, ein geiles Pokémon zu werden. Und das darf dann ja nicht verrecken, was auch okay ist. Aber es ist halt an dem Punkt nicht mehr okay, wenn es jeder macht. Wodurch es abgedriftet ist in Regulierung. Nein! Ach, das ist scheiße. Ach, das ist wirklich kacke. Warte mal, ich kann die Fähigkeit aber vielleicht ändern. Wir haben ja zwei Fähigkeitskapseln. Innere Kraft, ja. Dafür benutze ich die jetzt, weil Regulierung macht den ja komplett kaputt für das, wofür er eigentlich dabei ist. Ja, also alleine drei verschiedene Teams sind ja schon absolut krass, muss man sagen. Ne? So ist ja jetzt nicht. Wo war ich jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ey, aber der Twitch-Log-Erklärung. Ja, und es geht den Leuten irgendwie nur noch darum, ihre Pokémon zu retten und nicht mehr quasi mich abzufacken, was ja eigentlich das Main-Ziel davon ist und Kanalpunkte rauszudonnern dafür. Meine andere Möglichkeit wäre es auch einfach, eine andere Option für die Kanalpunkte auch zu finden. Wäre ich auch voll fein mit, ne? Aber bisher habe ich da noch keine Idee. So, hier bin ich jetzt gespannt, wie das ist mit der Randomizer. Also hier ist schon mal alles normal. Nehme mal auch ein paar Hypertränke wieder mit. Ich glaube, es ist nicht verkehrt. Weil das hier müsste ja. Oh ja, das ist schon gerandomized. Da müsste allgemein Punkte für Subs reduzieren. Wiederbeleben teurer machen und mehr mit den Punkten anfangen, um Sachen aktiv im Kampf und nicht außerhalb davon zu benutzen. Basically 90% der Punkte geht ja für den Counter Monster töten, wiederbeleben drauf, ja. Problem ist, es ist halt auch schwierig zu balancen, weil ich habe das Gefühl, sobald auch mehrere Sachen eingesetzt werden, sind für mich die Kämpfe halt teilweise. Also man kann so leicht mich in einen Loop setzen, sage ich jetzt mal, der mich eigentlich komplett vernichtet. Also das ist, dann muss man sich, dann muss ich mir, bevor wir das nächste Mal machen, ein paar genauere Gedanken machen. Boah, die TMs sind echt alle nicht so geil, muss ich sagen. Akrobatik ist noch mit die beste. Ich glaube, aber da sind ja auch nochmal Giftschweif. Nassschweif ist okay. Können wir mitnehmen, würde ich sagen. Das ist okay. Das ist mir actually wert. Aber ja, da muss ich, wie gesagt, mir nochmal ein paar genauere Gedanken machen. Was ist denn mit Karpils los? Die lernen ja ganz wilde Sachen hier. Aber ich mach mal den Nahkampf dabei weg. Hallo Leon, vielen Dank für den nice Resub. 35 geile Monate. Küsschen aufs Nüsschen. Was ist denn mit Karpitz los? Der sieht gar nicht gut aus, der Arme, ja. Aber ja, da überlege ich mir auf jeden Fall was, wie wir das am sinnvollsten am Ende des Tages aufziehen, ne? Dass ein bisschen so der Sinn dahinter wieder ein bisschen mehr da ist und so. Ich glaube, das kriegen wir schon ganz gut hin. Ich habe keine Bälle gekauft, ich Idiot. We need balls. Ja, sowas wie Wiederbeleben, Limitieren und sowas. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber ja, da berate ich mich vielleicht auch nochmal mit euch sowieso. Das wird ja sowieso, das ist ja etwas, was dann. Maybe im Januar machen wir das dann. Ist, glaube ich, ein guter Einstieg wieder rein. Und dann gucken wir einfach mal, was noch so geht, ne? So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch so bekommen.
Dann ist halt auch wieder die Frage, wir haben halt schon in relativ vielen Spielen das auch gemacht. Oh, ein Luxtreuer. Ja. Wo man es dann halt auch wieder macht. Ne? Das ist halt wieder die nächste Problematik. Dass es dahingehend auch nicht so viel gibt. Natürlich kriegst du straight up die Paare. Ich probiere es jetzt einmal mal mit einem Donnerschlag. Okay, wow, der zieht ja gar nichts ab. Holy shit. Der hat auch schon wieder. Warum haben so viele Pokémon im Multishop? Ich habe das Gefühl, es haben super viele. What the hell? Nagato, vielen Dank für 5 geile Giftzaberonis. Vielen, vielen Dank für den Support. Kuss. Aber ja, ich denke, da finden wir auf jeden Fall eine gute Lösung. Und danach gucken wir mal, was wir so machen. Also ich glaube, oder ich muss ein bisschen was finden, wo ich sage, das passt noch gut in diese Pokémon-Thematik rein. Geht aber auch ein bisschen weg. Sowas wie Poké-Rogue wäre halt sau strong, ne? Das wär halt saugeil, ne? Wenn man sowas wie Flobertus hätte, was man machen kann. Man einfach sagt, erstmal in jedem. Ich glaube, das finde ich auch auf Dauer echt langweilig, ne? So, dann können wir uns hier noch was schnappen. Ja, stimmt, warum ist der eigentlich golden? Was soll dieser Scam hier? Ich weiß nicht, womit ich den schwächen soll. Aber per se ist der geil. Per se ist der nice. Nassschweif zieht natürlich nichts ab, aber. Ja, okay, passt. Ja, ist okay für mich. Ja, das passt schon. Kavaloris und Luxtra nimmt man mal mit auf die Bank, würde ich behaupten. Das ist okay. Das ist okay. Das ist so ein Shiny Twitch-Event. Basically, jeder, der was zu dem Hype-Train dazu gibt, bekommt, wird 24 Stunden im goldenen Kappa. Hey, hab ich gar nichts von mitbekommen. Auf Twitch kriege ich auch sowas so gar nicht mit, habe ich das Gefühl, wenn solche Events sind. Ich glaube, ich werde dazu zwar bemailt, aber naja. So richtig mitbekommen tue ich es obviously nicht. Ja, Multishopper ist, wusste ich schon. Zenithaut Kapaloris. Ja. Warum nicht? Du hattest es schon mal, da habe ich reingebuddert. Ah, stark. Du hast ja immerhin beim richtigen reingebuddert. Mietag, was gibt's hier noch? Warum gibt es da so viele geile Mons? Warum habe ich eigentlich Angsthase auf Carpets? Das macht mir Angst. Delta Wind Kingler. Habe ich noch nicht gegen. Was will er denn jetzt? Mit seinem Pike hier da. Wenn der goldene Kappa bei dir ist, bringt mir das auch recht wenig, weil wenn ich bei wem anders reinbutter, das stimmt. Das ergibt Sinn. Ich wusste nicht, dass es kanalspezifisch ist, um ehrlich zu sein. Habe ich da gerade nicht raus verstanden. So schlau bin ich dann leider doch nicht. Es gibt irgendwo auch Grenzen, muss man sagen. Gibt eben irgendwo auch Grenzen. Man lernt nie aus, keine Sorge. Eben. Eben, das ist ja das Ding. Nee. Aber damit, ja. Ja, ansonsten. Weiß ich gerade. Ach nee, da ist eine Heilung. Oh. Kommt denn sonst das Ding eingesetzt? Ja, hier kriegen wir ja auch schon wieder einen neuen Encounter. Hajemini, Hajemini, Hajemini. Ein Tauboga. Ja. Weiß man jetzt. I guess, kann man auch mega entwickeln. Dafür muss man aber erstmal auch den Taubos Nieten finden, da. Ne? Den muss man dann halt auch erst finden. Wer sucht, der findet, aber. Naja. Ja, ansonsten würde ich. Ich will natürlich trotzdem irgendwie eine Hardcore-Nuzlocke gerne nächstes Jahr machen. Aber ist halt wieder die Frage, ne? Es wird ja jetzt kein neues Mimso-Spiel auch rauskommen, ne? Da ist halt auch ein bisschen das Problem. So, jetzt muss man ja beten, dass irgendwelche anderen Leute gute Spiele auf einmal rausbringen, wo man sagen kann.
Die kann man sich mal angucken. Die ergeben Sinn. Die will man gerne spielen. Da kann man jetzt nicht einfach pauschal sagen, oh, Mimsa hat ein neues Spiel rausgebracht. Das kann man jetzt sehr gut spielen. Das ist leider jetzt auch so ein Problem. Auch Mimso Productions ist kein Verlass, leider nein, ja. Hat jetzt geschlossen, besser gesagt. Sagen wir es eher so. Die sind nicht mehr vorhanden. Wer weiß, vielleicht übernimmt ja irgendjemand anders den Staffelstab. Ich bezweifle es. Aber schön wär's. Schön wäre es natürlich. Aber man kann nicht alles haben. Jetzt hier einen Encounter schon gefangen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es ist mein Encounter. Ah, ja, gut. Ist auch ein geiler. Könnte man sogar überlegen, reinzunehmen. Wobei eigentlich, ich fände es ganz geil, wenn wir dieses Buch haben. Samenbomben mehr. Ja gut, jetzt ist die Frage, was mache ich weg? I guess sogar den Donnerschlag. Was ist eine Hype-Chest? Ah, die habe ich tatsächlich schon gesehen, glaube ich. Die kommt mir relativ bekannt vor. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich zum Beispiel wiederum nicht kenne, ne? Das ist halt das Ding. Kennst du doch wohl nicht alles, ne? Ja, ansonsten hätte ich natürlich auch prinzipiell mega Bock, sowas wie Mario Kart und so hier zu spielen, aber dafür habe ich halt leider nicht die Community, ne? So, dass der Chat noch existiert und Leute mitmachen, das ist halt immer knifflig, ne? Und auf so Shiny Hands. Wobei, man weiß ja nicht, ne? Legends ZA. Nein. Wer weiß, was Legends ZA bringt. Wobei ich glaube, auch das Spiel wird halt noch echt dauern, ne? Ich glaube nicht, dass wir das so vor Sommer bekommen. Weil ansonsten könnte man da vielleicht in die Shiny Hands gehen, wenn die mal ein bisschen interessanter sind. Also was heißt interessanter? Wahrscheinlich sind sie so wie die im letzten Legends. Aber ich habe ja sowas bis hierhin eigentlich auch noch nie gemacht. Daher wäre es ja auch mal ganz nice, sowas auch zu machen, ne? Gerade wenn man das mit anderen macht. Ich glaube, dann ist es schon funny, wenn da jemand anders dabei ist. So, ich glaube, jetzt so privat alleine. What the hell? Was war das für eine Beere? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Da stand irgendwie Tahaya-Beere. Irgendwie sowas. Ich habe heute auf der YouTube-Startseite ein Video gesehen, wo dick auf dem Thumbnail stand, dass Lord Lakes Legends ZA gecancelt sein soll. Keine Ahnung, wo Leute die Motivation für solche Videos herbekommen, aber das ist schon weit. Naja, da werden die Leute draufklicken wie die letzten Vollidioten, ne? Das ist halt das Schlimme. Das ist es, worauf Timmy 12 wahrscheinlich draufklickt. Weil der sich denkt, nein, nicht mein Pokémon Legends. Also das ist, glaube ich, schon so ein Ding, wo Klein Timmy draufklickt, um ehrlich zu sein. Weil es ist natürlich ein reißerischer Titel. Lord Leaks soll Legends ZA April bis Juli erscheinen, noch nichts bestätiger, so hatte ich es auch im Kopf. BB Rückox. Ich denke, auch wenn du mit anderen zusammen bist, ist es nicht so schlimm, wie wenn du alleine bist. Ich glaube, alleine, weiß ich nicht. I guess alleine geht auch. Ich meine, ich habe mal eine Zeit lang, ich glaube, am Montag in der Früh habe ich geshiny-huntet. Gut, da hatten zwar ein paar Leute auch wahrscheinlich Sommerferien und so, weil ich weiß, dass ich das im Sommer mal gemacht habe. Da habe ich auch geshiny-huntet und da waren sogar, ich glaube, echt viele Leute da. Ich glaube, um die 50 Stück waren, also um die 50 Leute waren da. Und das war ja dann, das war damals ein Schwert und Schild noch. Das war auch wild. Ja, das wundert mich auch. Wir hatten jetzt über einem halben Jahr keine Pokémon Presents, keine richtige Direct. Ich meine, also mir ist es lieber so, als dass sie sich jetzt irgendwas aus den Haaren herbeiziehen und so. Deshalb finde ich es jetzt auch nicht mega schlimm. Aber es ist halt schon echt belastend, muss ich sagen. Ne? So lange warten zu müssen. Warum bin ich dumm? Das war jetzt auch Gigalost. Weil ich hab den Elektronetz in den Drop verpeilt.
Weil ich dachte mir so, ich bin sowieso schneller mit beiden. Oh mein Gott. Und es war auch noch echt ein gutes Mon eigentlich. Shiny Hand braucht man aber quasi Podcast-Themen. Also ich sage jetzt mal so, ne? So viel Off-Topic laber ich hier jetzt nicht in den meisten Fällen. Ich glaube, das größte Off-Topic-Projekt hier, was wir jemals hatten, war Pokémon Radical Red, die Hardcore-Nuzlocke. Und das auch nur, weil ich mich so dreckig konzentrieren musste auf dieses Spiel, dass ich mich von nichts hätte ablenken können. Oder ablenken lassen wollte, so sagen wir eher so. I mean, einen kleinen Trailer zu CA hätte man ja mal machen können, weil das schon scheinbar für Switch und 2 entwickelt wird. Da schauen wir einfach mal, ne? Ich sage, wir warten einfach mal ab. Alles zu seiner Zeit. Die werden da schon irgendwie was Sinniges zusammenkratzen. Ich glaube an die. Nein, irgendwas müssen sie ja all die Jahre gemacht haben, ne? Das ist ja auch das Ding. Ja, jetzt einmal nichts gemacht haben. Oh Mann, das war so unnötig dumm. Das nervt mich. Was hat er? Panzerhaut? Cool. Was hat er eigentlich? Mäßig mit Hochmut. Weil so eine Fee war eigentlich schon echt geil, muss ich sagen. I guess wir nehmen einfach Alpollo. Ja, aber im Geist haben wir auch schon. Phoebe kann halt nichts, ne? Wir haben auch jetzt bisher noch keinen Mondstein gefunden. Für dich haben wir auch nichts gefunden. Ja, komm, wir nehmen jetzt einmal Phoebe dabei rein. Dann levelt das Ding schon mal mit und vielleicht haben wir doch irgendwie ganz viel Glück. Und es wird gegönnt. Und es wird gegönnt, das wäre ganz geil. Aber ja, so ein Trailer wäre auch nice. Muss ich sagen, hätte ich auch Bock. So einfach wieder was, wo man weiß, da freut man sich jetzt drauf. Ich meine, man muss ja sagen, nach November, so Gaming, wobei, stopp, im Januar, also kommt auch Donkey Kong Country Returns, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Im Januar kommt für den PC Spider-Man 2 raus. Und da wird in die Masse gegangen, meine Freunde. Leck mich doch am Zuckerli, gehe ich da rein. Da habe ich Bock drauf. Habe ich noch nicht gespielt. Andererseits, ach, gar keinen Bock, 70 € für ein Spiel auszugeben, ne? Vielleicht werde ich da sogar warten, bis das im Angebot ist. Ich glaube, nachdem ich eh schon so viel Geduld gezeigt habe, kann ich wahrscheinlich da auch nochmal ein Jahr warten, bis das Spiel runtergesetzt ist und mal nur 40 oder so kostet. Und dann gehen wir da rein in die Masse. Hallo, Jerry. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Aber ja. Ich glaube, Donkey Kong Country Returns werde ich mir vermutlich auch nicht kaufen. Ich glaube, das ist mir mein Geld wirklich nicht wert. Willst du mich verarschen? Als ob du genau in der Runde auch Rundumschutz einsetzt. Da war das viel Damage, Hilfe. Nee, Jerry, nee. Was ist denn jetzt mit dem Karepass los? Kein wahrer Donkey Kong-Fan, das ist okay für mich. Also, wenn die Leute es erwarten, dass ich mir zum potenziell dritten Mal dieses Spiel hole und es wurde legit nichts verändert, ja, nee, dann bin ich da tatsächlich draußen, muss ich sagen. Und ich muss sagen, grafisch ist das jetzt auch kein Wunderwerk, dass ich jetzt irgendwie sage, dass ich es deshalb nochmal spielen wollen würde. Also, ich weiß nicht, so im Vergleich zur Wii. Bei Kando hat das auch geklappt. Aber da sahen die Spiele, man muss zumindest sagen, dass sie da immer wieder anders aussahen. Also bei dem neuen Donkey Kong, sage ich euch ganz ehrlich, erkenne ich jetzt nicht so viel Unterschied. Ist halt gepolished, ne? Aber das Main Game sah halt schon echt gut aus. Dass es halt jetzt auch einfach, ja, einfach dementsprechend gar nicht mal so krass mehr im Vergleich aussieht. Also so gesehen. Das ist trotzdem unnötig, warum man gar nicht. Reden, ja, da bin ich voll bei dir. Bin ich absolut bei dir. Aber so ein bisschen schwierig. Aua. Natürlich hat er auch so einen in the bag. Aber Donkey Kong Musik finden wir trotzdem immer noch sehr.
Dart schließt sich damit natürlich nicht aus. Die Donkey Kong Musik fühle ich trotzdem immer noch. Bin ich immer noch sehr nice. Bam, bam, bam. Lehmbrühe. Warum nicht? Nehmen wir mal mit. Jerry, was du hast ja jetzt deinen Kanal restartet. Wie läuft's? Was läuft da so? Was ist denn das erste Projekt, was jetzt da wieder am Schlüssel ist? Was können wir, warum sollten wir auf deinem Kanal einschalten? Das Matchup kenne ich irgendwo her. Welches was? Ich bin verwirrt. I am confused. Hass mich nicht, aber ich habe nur Donkey Kong 64 gezockt. Na, ich habe auch nur Returns und... Naja, wobei, also ich habe das erste Donkey Kong Country mal bis zu einem gewissen Punkt gespielt. Und ansonsten habe ich halt Returns durchgespielt und Tropical Freeze habe ich, glaube ich, schon... Ich glaube, dreimal durchgespielt. Mit Trombok und Megastolos. Echt? Ist das eine Referenz auf mich? Sollte ich das wissen? That's the neat part. You shouldn't. Von Donkey Kong 64, Junge. Also ich habe bei Donkey Kong 64 angefangen und kam gar nicht drauf klar. Da bin ich dick raus, ne? Da bin ich wirklich dick raus. Ich weiß nicht, das ist nicht meine Welt. Aber es ist auch nicht... Okay, es muss nicht jedermanns Welt sein, ne? Es muss eben nicht jedermanns Welt sein. Deswegen die Candy angepasst. Ja, wobei, also 64 und die 2Ds, ganz schwierig. Also ich mache gerade alle Projekte, die pausiert waren, zu Ende. Und danach kommt Jerry's Farbturm Challenge Season 2. Crazy. Ich dachte, es kommt irgendwas Neues. Ich habe es nur auf Twitter gelesen, dass es irgendwie wieder weitergeht. Mehr auch nicht. Da dachte ich mir. Ich weiß, dass ich gucken wollte, was du machst. Schutzbrille. Ja, jetzt sind Taubus Nieten actually gefeiert. Der wäre ein Niet gewesen. Witzig. In der Liga mit Trombok gegen Megastolos gewonnen. Ah, I see. Ja gut, klingt jetzt auch gar nicht so unrealistisch, um ehrlich zu sein. Ne? Das klingt auch gar nicht mal so unrealistisch. Muss ich gestehen. So ein Banger-Track, leck mich doch am Arsch, ne? Also ich muss ja sagen, ich höre... Ach, natürlich. Ich höre halt privat so gar keine so Gaming-Musik, sage ich jetzt mal. Ich weiß, dass das andere teilweise machen, aber hier muss ich es immer sehr fühlen. Hier fühle ich es immer, muss ich sagen. Würde gerade anders, Cool Story Bob. Tja. Weil eigentlich nichts mit dem Voice, nee, es hat sich, ist sich zeitlich nicht ausgegangen. Lobert ist eh nicht so fit. Timo hat auch nicht nochmal was geschrieben gehabt. Der wäre, glaube ich, ab heute da. Bei Present war es auch irgendwie alles schwierig zu sagen, wie viel Uhr. Und dann habe ich halt auch einfach geschrieben, ja, dann lassen wir es einfach lieber heute. Weil wir auch nicht genau wussten, was wir heute machen wollen. Und dann auch krampf was zu machen, ist ja dann auch wieder Schwachsinn, ne? Deshalb... Nächste Woche gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja da auch irgendwas zu Halloween. Weiß ich noch nicht. Wissen wir noch nicht. Zu 100%, glaube ich. Und ja. Und dann geht es hoffentlich wieder. Dann wird der November dafür vielleicht umso stärker. Also, ja. Schauen wir einfach mal, ne? Meine 5 Leute zu koordinieren. Oder auch teilweise 4 ist ja jetzt auch nicht immer. Hat der die Fähigkeit, dass wenn er verwirrt ist, seine Evasion erhöht ist? Tangled Feet oder so? I mean, er könnte auch einfach Blendpuder oder sowas tragen. Ne? Das kann natürlich auch sein, aber... Das war jetzt schon wild, muss ich sagen. Das war schon wild. Badabam. Muss mal irgendwie einen Fliegenball bringen. Es ist mega nervig, dass ich nichts habe, womit ich fliegen kann. Dann muss ich sagen, also fliegen. Das hat sich wie Fliegen angehört. Aber ja. Ist natürlich schade, weil er eigentlich für Dienstag erst was angesetzt war. Aber für heute war es ja eh nicht so, dass es zu 100% stattfindet, sondern wir alle erstmal gucken mussten. Und
Am Wochenende ist ja auch irgendwie irgendwas VGC-mäßiges. Samstag, Sonntag. Ich weiß gar nicht, ob das ab morgen schon ist. Ansonsten wäre am Wochenende nämlich nochmal was gewesen. Ja, komm, du kriegst jetzt einfach fliegen. Ist mir wurscht. Ich brauche den Nachtnebel eh nicht. Warum ist Pipi Chatmon? Weil es shiny ist. Also, legit shiny, shiny ist. Musste ich jetzt schon nach Graveport? Deshalb haben wir gesagt, wir machen es ausnahmsweise. Okay, mit der Musik, ja, es ist schon crazy, muss ich sagen. Vor allem ist ja eigentlich echt gute Musik. Aber ich muss sagen, wenn ich so mir aktiv denke, ich hätte jetzt Bock, Musik zu hören, was echt selten passiert. Also ich glaube, die meiste Musik höre ich, während ich dusche. Und da kriege ich eigentlich auch das meiste nicht mit. Zumindest seit ich mehrere Podcasts höre und so, ist es zumindest so. Passiert es eigentlich eher selten, dass ich da irgendwie krass viel Musik höre oder so. Was auch nicht allzu schlimm ist, würde ich behaupten. Aber natürlich connectest du die Scheiße auch. Aber wenn, dann ist es meistens während ich dusche. Und dann ist es halt auch so normale Musik. Da wird da mal so, wenn wir jetzt in den Mainstream gehen, und ich höre auch ganz gerne mal Main, ach nee, Mainstream, dann wird so in die Dua Lipa-Minen gegangen und so, ne? Ich habe früher manchmal den League-Launcher gestartet, um Login-Mucke zu hören. What the hell? Das ist auch ein bisschen weird, um ehrlich zu sein. Das ist auch irgendwie ein bisschen weird. Okay. Du darfst das natürlich machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du Spaß dran hast, dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung. Die hatten früher mal so ganze Songs und Jams, crazy. Das ist crazy. Ich merke, ich habe sehr viel Donkey Kong. Sehr, sehr viel. Lol. Stimmt, es gibt eine Beere, von der, wenn man sehr effektiv gehittet wird, den Gegner Damage macht. Das ist eigentlich voll das coole Item. Müsste man mal in der Draft Liga benutzen. Händland Duokles. Auch ein wilder Kollege. Teilweise auch richtig gut. Ey, ich sag diese Gaming-Musik-Sachen. Alleine dieses Legends Never Die, das ist ganz normal auf meiner Playlist drauf, weil ich es so geil finde. Das ist ja auch für League of Legends gemacht worden. Also, von daher. Warte, was? Ich glaube, mit ihm komme ich jetzt nämlich direkt rüber, ne? Ah, so ist doch viel angenehmer. So einer bist du also. Einer, der Musik gefällt und es dann in seine Playlist tut. Ja, so einer bin ich tatsächlich. Krass, ich weiß. Weiß, krass, ich beschäme mich auch ein bisschen dafür, aber man darf sich nicht selber leugnen, ne?